ja mal Joseph. Und ich wusste, was zu Joseph tun sein würde, wenn wir das neue Paradies betreten. Als die Menschheit aus den Bunkern kam, sammelte ich meine Herde und führte sie auf einen neuen Weg. Wir würden alles ablehnen, was mit der alten Welt zu tun hatte, und eine neue Gesellschaft erschaffen, die nur von dem lebt, was das Land ihr gibt und nie mehr als nötig nimmt. Hört, hört. Funke als die härtesten Jahre des dunklen Winters kamen, und in der Verzweiflung fand ich unsere Erlösung. Was? Wieso? Diesen Baum. Seine Frucht ist ein Geschenk Gottes, das meiner Familie die Kraft gab, den Hunger und die Pestilenz zu überstehen. New Eden blühte auf. Wir erschufen ein Paradies auf Erden. Doch es war nicht von Dauer. Dafür hat diese Heuschreckenplage gesorgt. Diese Highwaymen verkörpern alles, was wir auf Gottes Geheiß ablehnen. Ihre Seelen sind verdorben. Krank. Aber du? Du bist anders. Wie was? Ich glaube, deine Seele ist würdig. Ich sehe. Aber wir wollten die noch verhaften. Ach. Ob du es uns ausbringst. Please. Was? Bade im Spliss. Das ist die Hilfe, die du gesucht hast. Gottes Geschenk an uns. Das meine Familie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hat. Nicht den Apfel essen. Lass es mich dir anbieten. Ah, Schlange. Unser Wunder. Als ich zum ersten Mal davon kostete, sah ich mich einer gefräßigen Bestie gegenüber. Es war meine Seele. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Ich musste meine Seele reinigen. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Das ist Gottes Prüfung. Wo sind meine Handschuhe? Reinige deine Seele. Wo sind meine Handschuhe? Erfolg hast und deine Seele rein ist, dann hat Gott dich wahrhaft gesandt und ich kann mein Exil beenden. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben, aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut.
Bestie erhebt. Schlag zu. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln bekämpfen.
die Macht, die dich durchströmt. Deshalb bin ich hier. Einigen darf nicht erlaubt werden, an dem Wunder teilzuhaben. Selbst wenn ich sie liebe. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Wir dürfen die Bestie der Sünde nicht füttern. Du wirst die Hirtin meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Aha. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir müssen uns von ihm lossagen und... Vater! Ethan! Vater? Der Vater! Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder! Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden vor... Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass diese Fremde unsere Hirtin ist. Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. Oh, pfui. Sohn, ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt. Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Ja, gut, denn...